Hallo ihr Lieben, hier ist die Martina von Deine Seele Wege ins Licht. Ich bekam gerade durchgesagt, irgendjemand wird dein Held sein. Es gibt eine Überraschung für dich, damit rechnest du jetzt überhaupt nicht. Aber du darfst dich auf jeden Fall schon mal drauf freuen und es wird interveniert von oben. Das heißt, irgendjemand wird dir ein Geschenk machen, irgendjemand wird dich mega erfreuen. Irgendjemand wird dir in einer Situation helfen, wo du das Gefühl hast, nee, da kann mir eh keiner helfen. Aber du wirst eines Besseren belehrt. Und wir schauen jetzt mal über die Karten rein. Vielleicht erfahren wir ein bisschen mehr. Am besten, wir machen hier drei Reisegruppen, weil es ist ja eine allgemeine Legung und allgemeine Legung bedeutet immer, es gibt Abstufungen, ja? Die einen nehmen das mit, die anderen nehmen das mit. Jeder versteht das auf seine eigene Art und Weise. Und ich würde sagen, Überraschung Nummer 1, wir schauen erstmal rein. Was zeigt sich? Ich nehme übrigens ganz normales Guard-Karten, wobei normal ist relativ. Das sind sehr, sehr schöne Vintage Skatkarten, ganz normale, ich muss es immer so sagen. Das jetzt sind keine speziellen Legekarten, Tarotkarten oder Lenormand oder Kipperkarten oder sonstiges. Die Überraschung Nummer 1. Ein Ausgleich, ja, wo du dachtest, du müsstest dir selber helfen, wo du dachtest, du müsstest dich aus einer Situation rausbewegen, raushelfen, selber raushebeln. So eine Art Reißleine ziehen, weil du das Gefühl hattest, vielleicht noch zu viele Gefühle für jemanden zu haben oder für eine Situation, eine Sache, irgendwas. Und du vielleicht einknicken könntest, weil du schielst so in die Vergangenheit und du siehst gar nicht, dass nach vorne ein Ausgleich kommt. Ja? Hier schießt jemand mit einer Blume auf dich. Es kann sein, dass du plötzlich Blumen geschickt bekommst von jemandem. Ein Dankeschön, eine Gratifikation, ein Blumenstrauß, Fleurop könnte das sein. Du wirst überrascht werden mit Blumen, mit Einladung, mit schönen Komplimenten, Momenten, was weiß ich, wo dir dann plötzlich bewusst wird, warum schiele ich eigentlich in die Vergangenheit? Ich brauche gar keine Angst zu haben, mich vor irgendwas zu fürchten oder zu retten. Du fällst nicht zurück, sondern der Zufall will es so, dass du von jemandem einen Ausgleich erhältst, aber nicht von jemandem aus der Vergangenheit, sondern von jemandem, den du noch nicht kennst oder womit du nicht rechnest, an den du oder an die du gerade gar nicht denkst. Also ist total schön. Das wäre Nummer 1. Wir schauen uns mal Nummer 2 an. Nummer 2. Was ist das, was dir geschickt wird als Nummer 2? Ich krieg hier rein jemand anders, also es kann sein, dass du die ganze Zeit gedacht hast, du bist die Person, die Ängste hat, schlaflose Nächte, Kopfkreisen, Panik vor der Zukunft, was weiß ich, oh je, du musst ständig irgendwas abfangen, was beobachten, auffangen, keine Ahnung. Und das Universum zeigt dir dann, das bist gar nicht du. Du bist hier mit jemandem verbunden gewesen, der ständig und permanent in der Angst gelebt hat, von der du dich jetzt echt lösen kannst, und zwar spielerisch. Ich krieg sowas rein wie einfach mal, ja, was weiß ich, ich krieg so rein wie, hä? Und ich habe mich so verrückt gemacht, wofür eigentlich? Es ist mehr so eine Art Erkenntnis über eine Situation, eine Person, als wenn das plötzlich so wegfällt und der Weg ist frei und du kannst einfach weitergehen. Und du wunderst dich darüber, warum du eigentlich so lange oder so viel Zeit damit verbracht hast, dir den Kopf zu zermartern,
über etwas, was gar nicht deins ist, ja? Also du hast die ganze Zeit versucht, etwas zu lösen, eine Aufgabe, etwas Kniffliges, wo du gar nicht lösen musst, weil es gar nicht zu dir gehört. Das ist gar nicht deins. Diese Energie wird dir jetzt einfach weggenommen. Ich krieg hier so rein, zack, weg. So. Mit dem Schläger einfach mal, zack, weg. Ja. Brauchst du gar nicht mehr zu beobachten, gar nicht mehr irgendwie versuchen zu lösen, dir einen Überblick zu verschaffen, wie, was könnte man da tun, analysieren, ding, 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 was soll ich tun, ja. Bullshit. Es fällt einfach weg und plötzlich ist der Weg frei, dann bleibt nämlich nur noch ein Stab übrig. Du nimmst das Zepter in die Hand und ab geht die Luzi, mein Schatz. Das war Nummer 2, ja. Schauen wir mal auf Nummer 3. Was ist denn das, womit du überrascht wirst, wo du Hilfe bekommst, so ein Held? Entweder bist du selber die Heldin oder etwas kommt auf dich zu, wo du völlig begeistert bist, wo du denkst, mein Gott, ja, was geht hier ab? Okay, Nummer 3. Was für eine Unterstützung, was für eine Hilfe, was für ein Geschenk wird auf Nummer 3 sein? Zack, auch sowas raus. Irgendjemand kommt in dein Leben, der kickt was raus. Und zwar Unruhe. Ich krieg sowas rein, wie im Solarplexus ist ständig Krieg. Ja, ständig ist ein Kampf in dir und irgendjemand poltert plötzlich, so kriege ich das Bild rein, poltert plötzlich in dein Leben und kickt damit etwas raus, wo du dich die ganze Zeit, wo du ständig das Gefühl hattest, du müsstest dich schützen, du könntest irgendwie nicht vorwärts kommen. Man hat dir den Weg versperrt, wie als wenn du so stark Adrenalin in dir hattest. So kennst du das, als wenn du die ganze Zeit Bungee-Jumping machst, ja? Ohne dass du was tust. Wie Panikattacken, ja? Und irgendwie kommt jemand in dein Leben rein, wo auf einmal, das wird so rausgekickt, so dieses eine Ding, wie ein Stachel. Ich krieg so ein Bild rein von, als hätte dich was gestochen und der Stachel steckte die ganze Zeit drin und hat dich permanent vergiftet. Und als wenn jemand im Vorbeigehen sieht, da ist ein Stachel, guckt dich an und sagt, ey, du hast da was, darf ich mal kurz... Dreht dich einmal rum, zieht den Stachel raus und vorbei ist es, ja. Und du denkst, hä, was war denn das? Und plötzlich ist der Weg wieder frei. Die Begrenzung, die du dir selber gesteckt hast oder die dir gesteckt wurde, ist nicht mehr vorhanden. Ich muss mal tiefer reingehen, wartet mal ganz kurz, weil da ist noch eine Botschaft, die will durchkommen. Ja, das ist genau das. Man hat dir den Weg versperrt. Du konntest deine Pläne nicht umsetzen. Du wurdest die ganze Zeit nervös gemacht, unruhig. Und es war kein positiv, es war nicht angenehm, dieses Gefühl. Du warst wie unter Strom, als wenn dich jemand die ganze Zeit gescheucht hätte. Es kann ein Arbeitsplatz gewesen sein, ja? Könnte durchaus sein, dass du in der falschen Gruppe warst, auf der falschen Abteilung. Also es kann was mit der Arbeit zu tun gehabt haben. Du konntest deins nicht umsetzen. Zum Beispiel, wenn du zwei Jobs gehabt hast oder zwei Jobs hast, einen Job, der dir deine Stabilität bietet und der andere ist so mit einem halben Fuß in der Selbstständigkeit, ein Kleingewerbe, so zweigleisig, und du kamst aber mit deinem Kleingewerbe kein Millimeter weiter,
Man hat dir immer aufgedrückt, ja, du darfst es nur machen, wenn du deine Arbeit hier erfüllst, aber die war nie erfüllbar. Das heißt, man hat dir so viel aufgedrückt, das konntest du gar nicht erledigen. Und irgendjemand sieht das und mit einem Wusch wird dir das entnommen. Das heißt, dieser Aufgabenbereich, der überhaupt nicht zu bewältigen war, der dich fertig gemacht hat, dir voll die Energie genommen hat und dich total unter Strom gesetzt hat, das wird dir irgendwie weggenommen, aber nicht als negativ, so von wegen, du bist nicht fähig oder nicht in der Lage oder wir geben das jetzt jemand anders, sondern dieser Bereich löst sich auf, weil der gar nicht existent ist, nicht realistisch umsetzbar. Irgendwas, entweder kommst du in eine andere Abteilung, wo du absolut deine Selbstständigkeit leben kannst, oder jemand kickt dich so raus, dass du ins kalte Wasser springen musst und erstmal das Gefühl hast, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, wie soll ich das jetzt machen? Spring ins kalte Wasser. Hab keine Angst, setz jetzt endlich die lang gehegten Pläne um. Die Person, die dein Arschengel sein könnte, falls es so ist, ist in Wahrheit dein Held. Kick dich irgendwo raus und du kannst endlich das Leben leben, das du dir immer gewünscht hast. Ja? Und bist nicht mehr darauf angewiesen, du wirst es schaffen. Also das scheint hier die größte Herausforderung deines Lebens zu sein oder deines Jahres, ich sag's mal so. Aber du wirst es umsetzen und du wirst es schaffen. Also ich krieg hier so drei Fliegen mit einem Streich. Du schaffst es. Das ist dein Bonus, ja? Also sollte dich jemand aus einer Situation rauskicken und nicht den Stachel einfach nur ziehen und dir damit behilflich sein, sondern dich irgendwie rauskicken, dann ist es aber von Vorteil für dich. Das heißt, ab hier kannst du los. Ab hier geht's los, ja. Also alle drei sind mega geil. Also ich freue mich, wenn du in der Reisegruppe bist. Kann natürlich auch sein, dass alle drei Bereiche für dich gelten. Sofern du sagst, ja, ich will mich selbstständig machen oder ich habe hier auf der Arbeit echt ein mega Problem. Du wirst nicht damit rechnen, weil für dich sieht es sehr verfahren aus, ja, also sehr verstrickt, sehr verfahren, sehr kompliziert, sehr schwierig, aber aus dem Nichts heraus passieren Dinge, wo du denkst, leck, fett ist das geil. Auch wenn du erstmal denkst, oh mein Gott, wie soll ich es schaffen auf Position 3, glaub mir, du schaffst das, ja. Danke fürs Zuschalten. Danke fürs Liken, danke fürs positive Kommentieren und ja, wie schon erwähnt, also jetzt im Moment gibt es noch Videos und dann zack, Lücken. Ne? Hat nichts damit zu tun, dass ich keinen Bock mehr habe, sondern dass ich ganz einfach mehr Zeit für mich brauche. Jetzt sind Ferien, ich habe Kinder, das heißt, mein Sohn, mein großer Sohn wohnt auch noch hier, aber wir wollen auch ganz gerne mal was zusammen machen. Und deswegen weniger Videos, aber die Beratungsgespräche bleiben erhalten, ganz normal. Und ja, danke für alles, ja. Bis dahin, ciao ihr Lieben.